Die offene Strafanstalt Saxeriet ist in bestimmten Bereichen das ganze Jahr offen für den Publikumsverkehr. Sei es, ob jemand die Metzgerei nutzen will, einen Prospekt will drucken lassen oder in der Gärtnerei etwas Passendes findet. Für viele ist es eine Tradition, dass sie dort ihren Weihnachtsbaum holen gehen. Das ist dann im Dezember, wie ihr auf dem Plakat seht. Also die Auslese dann vom 19. bis 20. November und im 8. bis 23. Dezember der Christbaum. Einmal im Jahr aber, nämlich auf die Weihnachtszeit hin, wartet Saxeriet mit einer ganz speziellen Ausstellung auf. Der Weihnachtsausstellung in der Gärtnerei. Und was es dort alles zu sehen gibt, das ist erstaunlich. Ein Insass hat mir gesagt, ich könnte es auch lernen. Er hätte es auch nicht können. Aber mit den nötigen Anweisungen sei das möglich. Die Aussage, wie auch die Offenheit der Insassen, hat mich erstaunt. Jedenfalls können diese Attraktionen an, man sieht es am Aufmarsch. Und mitten der Direktor, der Martin Vinzenz. Für ihn ist diese Ausstellung der sichtbare Teil. Für Saxeriet aber ist es noch mehr. Aber für uns natürlich auch wichtig ist, dass man zeigen kann, das ist ein Übungsfeld. Auch der Weihnachtsmarkt ist stark auch vom Insassen mitgeprägt worden. Die haben sehr viele Arbeiten gemacht, die haben einiges dazu beigetragen, neben den Mitarbeitenden natürlich, also wo Gärtnerei und verschiedene supportive Dienste haben da mitgeholfen. Überrascht eigentlich gar nicht. Nein, mich freut das sehr, also dass die Leute in eine Strafanstalt reinkommen, in einen Betrieb, der zu einer Strafanstalt zugeordnet ist, selbstverständlich. Und die Freude vom Direktor zeigt eben eindrücklich die Bereitschaft, diese Offenheit auch zu leben. Dort, was möglich ist, ist klar. Das färbt sich ab auf die Belegschaft, auf die Insassen, sogar auf die Kreativität, die sich bei dieser Ausstellung eindrücklich zeigt. Die Ausstellung ist übrigens bis zur Weihnacht offen und wird immer neu bestückt. Und wie gesagt, eben das steckt da. Auch die Belegschaft, zum Beispiel auch drei Heckenberger, die seit kurzem zum Team im Saxeriet gehört. Ich arbeite seit 3,5 Monaten hier im Saxeriet. Und habe darum gehört von dem Weihnachtsmarkt und weil ich völlig begeistert bin von selber gemachten Sachen. Sachen zum Ausstellen und wie man die Leute auch noch dazu kennt, die die Sachen machen und auch ein bisschen mitbekommt, mit wie viel Enthusiasmus und mit wie viel Freude und so weiter die das hier machen, dann ist das so ein bisschen Herzens- oder überhaupt Interessenssache zum Kommen. Und sie hat auch schon etwas ausgelesen. Überhaupt, wer hier nichts findet, ja, kann man nur sagen, der ist eigentlich selber die Schuld. Das ist eine eigentliche Win-Win-Situation. Es hat ungeheuer attraktive Produkte und für Saxeriet bringt es eben auch einiges. Es sind Lernfelder, Übungsfelder und eigentlich sehr begünstigende Faktoren in einem Vollzugsverlauf. Sie haben sinnstiftende Arbeit. Die Bevölkerung kann hierher kommen, sieht das. Es gibt irgendwo wirklich Berührungspunkte mit den Insassen selber und sie sehen, dass auch ein Insassen ein ganz normaler Mensch ist wie du und ich. Da ist ganz viel Tolles geleistet worden, unheimlich viel Kreativität ist dahinter und ich staune, was die ja, Insassen, sagt man, glaube ich, die Insassen mit ihren Betreuerinnen und mit den Leitern von diesen verschiedenen Abteilungen, was die hergestellt haben. Und ich habe vorher auch gehört vom Herrn Vinzenz, ja, innerhalb von etwa 2 Wochen. Das ist ganz toll. Das ist wirklich beeindruckend. Der Herr war das erste Mal da. Beeindruckt sind eigentlich alle, die das erste Mal da sind. Aber auch ein Haufen, die immer wieder können, sind immer von Neuem wieder beeindruckt. Und manchmal können auch ganze Familien, die aber nicht nur bei der Ausstellung können, sondern eben auch das ganze Jahr durch. Wir kommen hier unter einem Jahr etwa die rauf, in die Gärtnerei schauen und uns passt da. Und ist also immer, man ist immer herzlich willkommen. Da ist sogar Kind dabei, gell? Jawohl, 2 Mädchen habe ich dabei. Die haben jetzt natürlich grossen Spass hier am Lebkuchen verzieren. Das ist für sie natürlich schon eins und alles. Eine Freude für Kinder, aber eine riesige Freude für den Insass, der Konditor Konfiseur gelernt hat. Sein erstes Mal die Arbeit mit den Kindern, hat er gesagt. Für ihn eröffnet das eine ganz andere Welt. Im Vollzugsalltag werden sie ständig mit dem Thema Strafvollzug, Delikt, Deliktarbeit konfrontiert. Und das ist sicher für sie ein Highlight, wenn sie andere Themen mit Leuten besprechen können. Und da trifft der Martin Vinzenz den Nagel auf den Kopf. Wie gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Und nicht vergessen, die Ausstellung hier in der Strafanstalt Saxeriet, die bleibt also bis zur Weihnacht offen und es gibt immer neue Werkstücke, also immer etwas Neues.